Hallo zusammen, heute möchte ich euch noch mein Video präsentieren von meinem, nennen wir es Härtetest mit der Echo DCS2500. Ich habe die Grashüpferbank ja gemacht gehabt vor 2 Wochen und die habe ich eigentlich jetzt komplett sägetechnisch mit der Akkusäge gemacht. Genau, ich habe euch im Video mal ein bisschen die Zeiten reingeschrieben, wenn ein Akku leer ist, was da so ging. Genau, zum Schluss noch ein kleines Fazit dann von mir. Viel Spaß beim Zugucken, sehr gerne, los geht's. So, das war dann mein Akkusägentest. Ich bin vollkommen zufrieden. Die Akkulaufzeiten sind vielleicht, wenn man die Zeiten so sieht, erstmal ein wenig vielleicht schockierend, verstörend, was auch immer.
den Vergleich, den ich direkt habe, ist die 540 iXP von Husqvarna. Da habe ich bei den die Akkus, die ich dort habe, sind die 200er BLI oder wie der heißt. Da habe ich, glaube ich, 5,2 Amperestunden. Die Echo hat 2,3 Amperestunden beim Akku. Also ja, und ich kriege bei der Husqvarna ungefähr die doppelte Zeit mit einem Akku raus unter Idealbedingungen, also 20 Minuten in die vollen und zwischen 40 und 45 beim Feinkram. Von daher, Zeit vollkommen in Ordnung, passt. Man darf halt nicht auf der Flucht sein, weil ja, wenn der erste Akku in die vollen nach 12 Minuten leer oder 11 Minuten leer ist, ist der natürlich noch nicht wieder komplett voll, wenn der nächste dann am Laden ist. Das klappt einfach nicht. Aber so bei 80% ist man und damit kann man wieder weiterarbeiten. Und zur Not muss man halt mal zwischendurch einen Kaffee trinken, dann passt es auch wieder. Genau, also ich bin vollkommen zufrieden mit der Säge. Ja, ich werde sie nicht, wahrscheinlich nicht in der Regel nur mit der schaffen, aber die Kombi passt dann halt perfekt. Und dann funktioniert das sehr gut. Und auch als Detailsäge und großes Grobe, alles mit der Motorsäge, ist auch eine geile Kombi, glaube ich. Jo, ich bin zufrieden, von mir ein klares Ja. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis bald.